So, nach einer kurzen Splatoon- und Splatfest-Unterbrechungspause sind wir hier wieder live, naja, Aufzeichnung, bei The End Bully, Lukas der Ameisenschreck, und vielleicht hat Lukas inzwischen herausgefunden, wie es in dem Spiel weitergeht. Wir gehen sofort rüber ins Spiel. Viel Spaß! So, wir waren ja bei den Raupenlarven, oder wir haben die gerettet von diesen komischen blauen kleinen Käferchen und haben auch das Klettern gelernt. Das ist immer nur an diesen Markierungen möglich, und an dem Countdown auf der linken Seite ist zu erkennen, dass wir nicht ewig an diesen Markierungen hängen können, sondern die Zeit läuft ab, und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann fallen wir runter. Toll, Lukas! Du hast eine Blumenblüte gefunden. Das ist ja so aufregend, Lukas. Es ist Zeit, das Fliegen zu lernen. Wenn du eine Blüte siehst, stell dich einfach davor und drücke den A-Knopf, um es aufzunehmen. Ja, und wir haben es herausgefunden, wie man fliegen kann. Also wie es in dem Spiel weitergeht, nämlich fliegen. In dem Film gibt es da eine ganz tolle Szene. Das ist übrigens meine Lieblingsszene aus dem Film, wo Lukas und zusammen mit den anderen Ameisen auf so Blütenblättern oder mit so Blütenblättern gleitet oder fliegt. Und das machen wir hier jetzt auch. So, erstmal wieder mit der Steuerung zurechtfinden. Oh, ich sehe gerade, wir haben ja nur noch einen einzigen Lebenspunkt. Hä? Ach so, weil wir ein paar Mal ins Wasser gefallen sind. Deswegen guckt Lukas da oben links auch so verschreckt. Nicht die Blüte fallen lassen. Ja, das ist eben die Steuerung. Also A heben, dann müssen wir in die richtige Richtung gucken. Und nicht nur Lukas, sondern auch die Kamera sollte in die richtige Richtung gucken. Und ja. Hallo, tu es. Einfach springen. Warum geht's nicht? Hui! Und natürlich in diesen Luftstrom, wo auch solche Blütenpollen oder was das gerade war, fliegen, und schon fliegen wir. Gut, es ist kein richtiges Fliegen, es ist Gleiten, aber wir stürzen ab und blub. Hä? Ich glaube, das ist, das muss man üben, ja? Also, wieder hochklettern. Ja, fliegen will gelernt sein. Abstürzen auch. Und spielen auch. Vor allem solche Spiele, wo man sehr viel Geduld und Geschicklichkeit braucht, um weiter voran und ans Ziel zu kommen. Weil es ist ja nicht so wie in dem Film, dass man einfach hier die Ameisen jetzt ansprechen kann und sagen kann, oh, ich kann das nicht, können wir irgendwie weiter oder so. Nee, nee. Man muss die Mission erfüllen und die Rätsel lösen, sonst geht's nicht weiter. So, Versuch Nummer 2. Wir müssen nämlich über das Wasser. Aber irgendwas... irgendwas machen wir falsch. Ja, ich hoffe, ihr habt euch ein paar Snacks und Knabbereien geholt. Weil das kann hier noch eine Weile dauern. So, Versuch Nummer 3. Jetzt fliegen wir rückwärts und sehen nicht mal, wo wir hinfliegen. Ich glaube, man muss einfach in diesem Luftstrom bleiben und sich von dem gleiten lassen. Nein, nicht ins Wasser fallen. Nein. Ah. Die nachfolgenden Spielsendungen verschieben sich um ein paar Stunden. Wir danken für Ihr Verständnis. Ja, das Spiel kann mit der Zeit schon ziemlich stressig sein oder stressig werden, weil wir müssen ja auch hier wieder hochklettern, und das muss auch geschickt getaktet sein, weil ja auch die Zeit abläuft. Aber ich glaube, in dem Luftstrom müssen wir eigentlich gar nichts steuern und nichts machen, sondern einfach gleiten lassen. Und den Luftstrom darf man natürlich nicht verlassen. Aber warum fallen wir wieder nach unten? Oh nein, das gibt's doch nicht. Ja, erstmal ein paar Wassertropfen kaputt machen. So, Versuch Nummer 4. Was meint ihr? Wie viele Versuche braucht Lukas noch?
dass er endlich da drüber kommt. Und, ja, und nur noch ein Lebenspunkt. Ich wette, wenn wir es rüber geschafft haben, dann ist der geht der Lebenspunkt durch irgendeine Unachtsamkeit flöten und wir können wieder ganz von vorne anfangen. Man muss schon ein bisschen steuern, damit man in dem Luftzug bleibt. Ja, jetzt sind wir über Wasser. Leute, wir sind über dem Wasser. Und... das war knapp. Das war knapp. Aber wie kommen wir jetzt weiter? Ah, jetzt reicht springen. Jawohl. Ein Kristall einsammeln. Nicht ins Wasser fallen. Den Kristall einsammeln. Ja, die Steuerung ist wirklich... Ich frage mich wieder, wie man das am PC... Ob das vielleicht am PC besser zu steuern ist wie an der Wii. Ist das mal zum Einsammeln? Nee. Wobei, die Körner können wir schon hochhalten und transportieren. Aber fragt sich eben, für was. So, hier kann man hochklettern. Aber mit der Wii ist es wirklich nicht einfach. Also man sieht, es ist wirklich, weil die Nunchuk-Steuerung, die steuert ja nicht nur die Bewegung von dem Spielcharakter, sondern auch die Kamera. Und das ist wirklich nervig, weil man muss ja auch in die richtige Richtung gucken, damit man auch in die richtige Richtung laufen kann. Das ist logisch. So, ich glaube, das ist ein Lebenspunkt. Den holen wir uns doch. Ja, das... Ja. So, danke. Gibt es da vielleicht noch irgendwo Lebenspunkte, damit wir uns ein bisschen auffüllen können? Nee. Oder? Aber ein weiteres Blütenblatt. So, jetzt. Müssen wir darüber. Aber, hä? Ist gar kein Luftzug. Ah, okay. Wenn wir springen, dann geht das manchmal auch automatisch. Und ja, oh Gott. So. Jawohl. So, wir haben 2 von 3 von diesen Dingern, die wir einsammeln sollen. Und ich wette, das dritte liegt an einem ganz einfachen Ort, wo man ganz einfach hinkommt. Nee, glaube ich nicht. Aber man darf ja nochmal träumen, ja. So. Ah, ich sehe schon, das ist so eine Art Turm. Da müssen wir jetzt hochklettern. Ah, da kann man runterspringen, das macht nichts. So. Oh nein, wir kriegen Gegner. Also wir müssen klettern und wir kriegen Gegner. Na, sauber. Toll, noch mehr Arbeit für Lukas. Und die Lebenspunkte gehen weg. Sind hier immer noch Lebenspunkte zum Einsammeln? Oder sind wir jetzt gleich tot, bevor wir unsere Mission beenden können? Nee, ich glaube, wir sind gleich tot. Oh nee, oder ist da noch irgendwo was? Oh nee, Machine. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz schlecht. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz schlecht. Ah! Verdammt! Die Frage ist, wenn wir jetzt sterben, wo ist der letzte Checkpoint? Müssen wir ganz von vorne anfangen? Oder können wir das irgendwo auf die drauf werfen? Da! Nee! Jetzt hänge ich da fest. Da oben ist nichts mehr, oder? Sind da irgendwo noch... Also es ist schon ein bisschen gemein, dass hier keine Lebenspunkte mehr liegen. Gut, man muss bedenken, das war auch ein bisschen unsere eigene Schuld, weil wir sind ja ein paar Mal ins Wasser gefallen. Das hätte eigentlich nicht sein sollen. Oder sein müssen, weil das sind ja keine echten Gegner. So. Was machen wir jetzt? Nee, zurück geht nicht mehr. Wir können ja nicht zurück. Haben sich da irgendwie Lebenspunkte respawnen nicht, wenn man wieder zurückgeht. Das ist nicht möglich. Wir müssen in den sauren Apfel beißen. Da schnell hochklettern, das dürfte ja gar kein Problem sein. Ich glaube, das kriegen wir ganz schnell hin. Oder kämpfen wir nochmal? Das ist aber gemein, die respawnen auch. Die sind dann nicht einfach weg, sondern... Ah! Oh! Also, das war jetzt wirklich Glück. Ich glaube, die gelben Käfer, wenn man die killt,
Oder wenn man mehrere von denen killt, dann kriegt man volle Lebenspunktzahl. Oi, 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 das war jetzt Glück. Uff. So, es hilft alles nichts. Wir müssen diesen Turm hoch. Die Gegner werden nicht weniger, die kommen immer wieder. Das heißt, wir müssen... Hä? Was war jetzt das? Na toll. Aber das ist interessant. Ins Wasser fallen verschenkt ist ein halber Lebenspunkt weg. Oder besser gesagt, springen. Was hat Lucas da jetzt gerade machen wollen? Hat er schwimmen wollen? Das ist jetzt nicht gerade der richtige Zeitpunkt dafür. Oder sucht er noch einen anderen Weg? Oh nee, ich glaube, ich habe damals gedacht, diese Gegner müssten erst besiegt werden. Oh, der ist ins Wasser gefallen. Aber die respawnen immer wieder. Die respawnen immer wieder. Auch wenn wir sie ins Wasser werfen. So, hochklettern. Hochklettern. Gut. Das mit dem Countdown, das ist schon ein bisschen fies. Mit dem Kletter-Countdown. Also 8 Sekunden. Und wenn man ein bisschen abrutscht, fällt man gleich ganz runter. Und wie wir sehen... Nein! Nee! Die Plattformen sind instabil. Och, nee! Nee! Oh, liebe Leute, ich glaube, das kann eine Weile dauern. Man kann auch nicht ganz hochklettern. Man muss wirklich diese... Plattformen, sind das solche Pilze oder was sollen das sein? Muss man ganz schnell sich bewegen und dann zum nächsten. Geh doch, kletter doch, kletter! Zum nächsten Punkt klettern. Und wenn man runterfällt, fällt man ganz runter. Ganz vorsichtig. Ja, nein! Und man muss wieder von vorne anfangen. Interessant, die Plattformen kommen aber dann wieder, wenn man runterfällt. Die sind dann nicht ganz weg. Das ist sehr realistisch. Sehr realistisch. So, und ja, na, Rolle vorwärts. Wie gesagt, ich mache da nicht Rolle vorwärts oder einen Sprung von der Plattform runter mit Absicht. Das liegt an der Steuerung. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, ach, das ist rumgemeckert, das ist rumgejammert, die Steuerung ist halt nie schuld. Das ist immer der Spieler, das ist mit Absicht so ein bisschen knifflig gemacht, weil es soll ja eine Herausforderung sein. Ja, aber diese Herausforderung soll ja auch machbar sein. Und wenn man den nächsten Kletterpunkt auch noch anspringen muss, also man kann nicht einfach dann weiterklettern, sondern da ist eine Unterbrechung. Jetzt muss man den nächsten Kletterpunkt anspringen. Und man wackelt ein bisschen mit dem Nukchuk-Teil. Dann fällt man gleich ganz runter. Und das ist echt nervig. Und das ist wirklich... Also das ist so ein... Das sind übrigens solche Stellen in Spielen, vor allem in Story-Games, wo ich unnötig finde. Weil man kommt... Na! Man kommt nämlich... dann mit der Story gar nicht vorwärts, sondern ist immer nur mit so etwas beschäftigt. Und das kann für... Ja, seht ihr? Und die Kante, wo man hinspringen muss zu diesem Kletterpunkt, zu dieser Klettermarkierung, ist die Gefahr eben groß, dass man sofort wieder runterspringt. Und das ist wirklich... Und wie gesagt, das sind so... Ja, so Stellen, die Plattform wächst wieder nach, oh Ehre, toll, wo ich unnötig finde. Also bei Story Games würde ich mir wünschen, dass die solche Kletterpassagen oder Jump and Run Passagen, oder bei Ori ist es ja ganz schlimm,
dass die viel einfacher sein sollten, weil das Spielerlebnis geht irgendwann flöten. Also erstens, man kommt nicht weiter im Spiel. Ne? Jetzt sind hier auch noch Gegner natürlich wieder, die uns auch noch auf den Zeiger gehen und stören und wieder Lebenspunkte kosten. Und irgendwann hat man da auch keine Lust mehr und es geht vor allem nicht weiter. Man erfährt von der Story halt nichts mehr. Ne? Und das ist schon übel. Also es ist schon schlimm genug, dass es Endgegner oder Bosskämpfe gibt, die manchmal einem zur Verzweiflung bringen können. Aber sowas hier, das ist, finde ich, ist unnötig. Und man könnte jetzt sagen, gut, das Spiel ist schon ein bisschen älter, das ist ja von 2006 oder so. Aber trotzdem, daran hat sich bei vielen Spielen nichts geändert. Man kommt nicht voran, man hängt. Oder es gibt ein Rätsel, wo man die Lösung einfach nicht weiß. Und ja, dann steht man da und es geht nicht weiter, ne? Wobei, Rätsel geht noch, weil ein Rätsel kann man ja dann irgendwann lösen, wenn man dann weiß, okay, das muss man machen. Aber wenn es dann nur darum geht, entsprechend geschickt zu sein oder mit seiner Steuerung nicht abzurutschen oder so, das ist dann halt echt nervig. Ne? Das ist wirklich nervig. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich jetzt gebraucht habe, bis ich da... Gut, man kann mittendrin wenigstens Pause machen, aber die Uhr läuft trotzdem rückwärts. Und jetzt so. Ja. Und dann fällt aber immer dann gleich ganz runter wieder. Das ist halt wirklich nervig. So, einmal versuche ich es noch, dann werde ich den Part einfach rausschneiden und nur okay. Und euch nur den Part zeigen, wo ich es geschafft habe. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Nach einer kurzen Unterbrechung und klettern jetzt ganz gemütlich da hoch. Das ist gar nicht schwierig. Wir müssen einfach nur auf den markierten Stellen hochklettern. Da läuft eine Zeit ab auf diesen Plattformen, die aussehen wie Pilze. Da läuft natürlich auch die Zeit ab, nämlich die sind ja instabil, die bröseln dann so zusammen und unter unserem wahnsinnig hohen Gewicht. Und ja, aber eins muss man sagen, ich finde optisch das Spiel richtig schön. Seht ihr jetzt so diese Sonneneffekte da, diese Lichteffekte und dann ja dieser raue Touch von dieser Gestaltung mit diesen Kletter. Symbolen und so, das finde ich richtig. Also das finde ich richtig schön. Das ist das, was mir an dem Film auch gut gefällt. Wie soll ich denn das sagen? Nicht wilde. Wie soll ich denn das ausdrücken? Ist auch egal. Ich kann ja mal ein Video über den Film machen dann, und euch ein paar Ausschnitte und Artworks aus dem Film zeigen. Dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. So, es geht weiter auf einem Blütenblatt und sagt mir bitte nicht, wenn wir hier jetzt sterben, dass wir wieder von vorne anfangen müssen. Das ist eine große Kirsche. Ui. Ich glaube, wir müssen uns einfach von diesem Luftzug einfach nur treiben lassen und dann werden wir dahin befördert, wo wir hin sollen. Das hoffe ich jedenfalls. Aber wir sind doch hier schon gewesen, oder? Oh nein. Ist es jetzt wieder vermasselt? Habe ich es jetzt wieder vermasselt? Oder sind wir jetzt mal an einer neuen Stelle? Ah, hier, der, wo die Kirche hoch... Nein! Lukas, zurück, der, wo da die Kirche hochhebt. Da müssen... Nein! Hä? Was habe ich da jetzt gemacht? Da war doch was. Da war doch der, wo die Kirche hochgehoben hat. Da hat doch was geleuchtet. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, wenn man da so mit seinem Vergangenheits-Ich spricht. Und sagt, nein, dahin. Das kennt ihr vielleicht aus Filmen, wenn man sagt, nein, nicht die Treppe hochgehen, da ist der Killer. Ja, und der Protagonist in dem Film, der hört dich aber nicht. Oh nein, sag mir jetzt bitte nicht, wir müssen den ganzen Quatsch nochmal machen. Oh, ich raste aus. Oh. Also schön, wir kennen ja schon den Weg.
Das gibt's jetzt aber nicht, oder? Ach, das ist wirklich doof gemacht. Also da hätte uns das Spiel wenigstens so per Automatik dann hinführen können und nicht einfach erwarten, dass wir jetzt wissen, dass... Oh nein! Och nö! Und jetzt zeige ich euch den ganzen Quatsch nochmal. Ach komm. Wir kennen ja den Weg. Über den Wolken. Und alle hopp, hopp, nein, nicht ins Wasser fallen, nein, nein, nein. Auf welcher Seite waren wir jetzt nochmal? Da oder, ich glaube rechts, oder, nein! Oh, ich raste aus! Okay, das erspare ich euch jetzt, wir machen hier einen Stopp. So, Zeitmaschine angeworfen und wir sind wieder an unserer Lieblingsstelle. Ah, nein, kletter hoch! Los jetzt! Gut. Jetzt. Nein! Ich raste aus! Och nee! Das ist das, was ich an den Zone-Spielen so hasse. Es ist nicht das Spiel, es ist nicht das Aussehen oder die Charakter oder so, die Story. Nein, es sind solche Stellen, wo man dann. Och nee! Och. Na, wie geht's euch so? Habt ihr heute auch schon im Garten gespielt? In meterhohem Gras? Und seid ihr über bröselige Pilze geklettert? Ja, diese Pilzplattform respawnt gleich wieder, wenn man sie wieder verlässt. Und deswegen bin ich da jetzt nochmal zurückgesprungen. So, wie... Jetzt macht diese Steuerung ist wirklich... Jetzt nimm das Blütenblatt. Lukas, nimm das Blütenblatt. Nimm das Blütenblatt. Diese Steuerung ist wirklich richtig doof. Ich frage mich, ob das mit dem PC einfacher... am PC einfacher zu steuern ist. So, und jetzt in den Luftstrom, so wie vorhin. Das hat vorhin ganz toll geklappt. Gut. Und dann müssen wir zu dieser Kirche. Wo man ganz deutlich erkennen kann, dass man da hin muss. Und es ist auch ganz toll, dass... Oh. Ach, da ist die Lösung. Oh nein. Jetzt. Jawohl. Was hast du gesagt? Mission erfüllt, du hast eine Goldmedaille erworben. Ach, das ist aber nett. Ich glaube, wenn wir dann weitergegangen wären zur Kirche, hätten wir vielleicht nur eine Silbermedaille. Ich habe Fugex auf dem Weg hierher gesehen. Er sagte mir, das seien die Teile für eine Waffe. Ein Seidenspritzer. Oh, cool. Korrekt, aber uncool. Ich habe beschlossen, dass es unklug wäre, jemandem, den man den Zerstörer nennt, eine Waffe zu geben. Aber ich heiße Lucas. Woher weiß ich, dass du die Waffe nicht gegen die Kolonie gebrauchst? Zog, du weißt, dass ein Seidenspritzer Ameisen nichts tut. Außerdem hast du etwas versprochen. Was für ein Vorbild bist du denn für die anderen, wenn du dein Wort brichst? Ein sehr unameisenhaftes Vorbild, würde ich sagen. Und ich würde sagen, er macht sich langsam ganz gut. Findest du nicht, Zog? Schon gut, schon gut. Clark Teal! Du bist eine gute Ameise, Zog. Eine harte Schale, aber ein weicher Kern. Ja. So, wir haben jetzt eine Waffe und es sind neue Missionen verfügbar. Ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Hier wird jetzt noch erklärt, wie die Waffen funktionieren. Diese Larvenspritz... irgendwas. Ja gut, zeigen wir das nochmal schnell.
Nehmen wir mal an, dass du den Stock in den Händen hast und einen grässlichen Ohrwurm begegnest. Drücke links auf den Steuerkranz, um deinen Larvenseidenspritzer herauszuziehen. Sobald du ihn getroffen hast und er eingeschleimt ist, kannst du ihn mit einem Stock wieder wählen und ihn besiegen. Also der Schleim besiegt nicht richtig, sondern lähmt oder fesselt den Gegner nur. Verstanden? Gut. Jetzt werde ich dir zeigen, wie du mit dem Seidenspritzer und andere Waffen zielst, jene, die du auf deinen Abenteuern findest. So, das machen wir aber jetzt nicht, sondern... Ja, hier wird noch gezeigt, wie das dann vonstatten geht. Siehst du den Cursor, den benutzt du und ja, und so weiter und so fort. Das ist übrigens auch, das wird es in diesem Tutorial, wenn wir das erklärt kriegen, auch üben sollen oder üben können. So, das war's für heute. Es hat mich gefreut, dass ihr trotzdem zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr seid bei meinen Kletterkünsten nicht eingeschlafen. Ich habe es extra jetzt noch rausgeschnitten, weil ich habe da bestimmt 20 Versuche gebraucht. Das ist echt peinlich. So, Lukas, der rennt hier noch ein bisschen in der Ruhmeshalle rum. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut, bleibt neugierig und tschüss.